Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum WWE 2K16 Universe Modus. Clash of Legends geht noch eine Runde weiter. Wir sind auf dem direkten Weg zum Royal Rumble und natürlich zu dem Match der Matches, dem 30-Man Battle Royal Match. Aber zuvor haben wir noch insgesamt 4 Folgen und 4 Shows, die wir hier begleiten werden. Das erste ist jetzt in Woche 3 noch die Old School Raw und da haben wir folgende Card aufgestellt. Zum einen Fit Finlay gegen Sergeant Slaughter in einem Tables Match. Dann haben wir Booker T gegen Ricky Steamboat, ganz normal. Booker T hat ja die Chance auf den Championship nicht bekommen gegen The Rock, aber jetzt will er sich wieder aufbauen gegen Ricky Steamboat. Dann haben wir hier ein krasses Triple Threat zwischen dem Undertaker, Billy Gunn und dem British Bulldog. Warum auch immer der Titelträger des Undisputed Championships sich dazu niederlässt, in so einem normalen Triple Threat mitzumachen. Das lassen wir mal so stehen. Dann haben wir noch unsere Fehde zwischen Triple H und Kane, die sich ja aufs Blut als Neulinge in der Old School Raw nicht leiden können und hier gegeneinander antreten, zum insgesamt schon 3. Mal. Dann haben wir unsere Tag-Team-Titel-Herausforderer, nämlich die Nation of Domination in Repräsentation von D'Lo Brown und Karma Mustafa, gegen Kevin Nash und Scott Hall von den Outsiders, die ja eigentlich auch Herausforderer sein wollten, es dann aber letztlich doch nicht so wirklich bisher geworden sind. Mal gucken, wir werden ja auf jeden Fall in der 4. Woche dann noch das Match zwischen der Nation of Domination gegen die Hardy Boys sehen. Also das wird auf jeden Fall die Richtung sein, in die wir gehen. Und da ist sind die Outsiders nicht sehr begeistert drüber. Vor allen Dingen, weil sie schon gegen Nation of Domination bei WWE Legends gerade verloren hatten. Das wollen die hier sicherlich noch mal umbiegen. Mal gucken, ob ihnen das gelingt. So, und dann haben wir noch das letzte Match, auch ein Tag-Team-Match von den Enforcers gegen die Steiner Brothers. Also es wird auch richtig krass. So, wir legen los. Fit Finlay gegen Sergeant Slaughter, ein Tables-Match. Und ich bin mal gespannt. Tables Match, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, ein Table Match, aber ich will einfach mal wissen, funktioniert das im Universe oder ist das so wie die Ladder- oder TLC-Matches oder auch die Käfig-Matches, die nicht funktionieren. Also wir haben mal so einige Matches, die sind so ein bisschen quatschig. Last Man Standing fällt mir da noch ein und sowas. Und ich möchte einfach mal wissen, ob so ein Tables Match ordentlich funktioniert mit der KI oder ob die das halt möglicherweise völlig verkacken. Einfach mal so ausprobiert hier mit Finlay gegen Sergeant Slaughter. So, und der haut erstmal Sergeant Slaughter so richtig kaputt an der Barrikade. Aha, aha. Und da kommt der Tisch schon. Allerdings, Reversal Festival ist eröffnet anscheinend. Ach, guck mal, jetzt schmeißt er den Tisch weg. Der geschickte Sergeant Slaughter hier. Kriegt das mal einen Uppercut von Finlay? Und ein Knie und ein Tritt und noch ein Tritt. Also wird richtig stiff geworkt. Und da kommt noch ein Tisch zum Einsatz. Fit Finlay holt einfach einen neuen Tisch. Jawohl. Oh, da weicht Sergeant Slaughter noch aus. Jetzt ist der zweite Tisch schon im Ring. Oh Gott, die stapeln die Tische im Ring. Heftig. So. Fit Finlay steht sofort wieder auf. Oh, was macht denn da Sergeant Slaughter? Ach so, er lässt sich abfangen. Okay. Und es ist schon wieder Superplex-Zeit. Jawollo. Keine 2 Minuten im Match. Hauptsache Superplex auf die Tische. Alles klar. Okay. Ich glaube, Fit Finlay und Sergeant Slaughter haben so viel Bock. So, jetzt wird der Tisch aufgestellt. Physikalisch korrekt hinterm Seil. Okay. Gibt's erstmal einen Gutbuster von Sergeant Slaughter. Der will jetzt auch mal ein bisschen Offensive zeigen hier. Na, da kommt der Backrake. Also der heelische Sergeant Slaughter wieder unterwegs hier. Schöner Backsuplex hinterher. Und dann ein schöner Neckbreaker. Und jetzt liegt der Tisch da auch sehr, sehr unangenehm in der Ringecke. Oh, Sergeant Slaughter wehrt sich, tritt und schlägt und haut die Clothesline von hinten an den Kopf. Meine Herren. Ja, ganz schön stiff, was der Sergeant hier zeigt gegen den Belfast Bruiser, gegen Fit Finlay.
ja, noch nicht so viel von seinen Bruiser-Qualitäten wirklich zeigen konnte. Jetzt mal mit einem Kneebreaker hier unterwegs und nimmt sich erstmal den Tisch, stellt ihn schon wieder auf. So, was kommt jetzt? Erstmal hier ein Backbreaker gegen Sergeant Slaughter. Der fliegt so halb in den Tisch, deswegen knallt er runter. Und Fit Finlay legt ihn erstmal in die Ringecke. Oh, das sieht gefährlich aus. Richtig, richtig gefährlich. Da gibt es wieder den Tritt. Noch ein Tritt. Und noch ein Tritt auf Sergeant Slaughter. Und der Tisch wird wieder weggenommen, okay. Oh, jetzt wird erstmal Sergeant Slaughter noch mit dem Tisch bearbeitet. Genau. Stirb. So, Sergeant Slaughter reverselt das aber auch erstmal. Ach ja, jetzt geht's wieder los. Das Reversal Festival hier. Ja, da reverselt sie sich gegenseitig die Tische weg. Oh, und dann kommt aber der Schlag von Sergeant Slaughter gegen Finlay. Oh, das tat weh. Beide haben jetzt den Tisch schon abbekommen. Boah, dann so ein Backbreaker auf das Knie von Fit Finlay. Jetzt liegt er da auf dem Tisch rum. Der zweite Tisch ist irgendwie weg. Der ist anscheinend schon verschwunden. Sergeant Slaughter richtet sich wieder auf. Aber greift sich Fit Finlay sofort. Da war der nicht ganz aufmerksam. Doch, er kontert dann direkt. Aber landet dann wieder auf dem Boden der Tatsachen. Also, Sergeant Slaughter hier mit einer bisher doch sehr respektablen Leistung. Das hätte ich nicht unbedingt gedacht, weil das ist ja eigentlich unser Oldschool-Jobber sozusagen. Der eigentlich fast jedes Match verliert gegen jeden. Jetzt aber mal mit einer super Powerbomb um die Ecke kommt. Und einfach mal irgendwie mit einem Headbutt ins Leere fliegt. Boah, jetzt aber ein Reverse DDT zeigt. Naja, geht hin und her hier. Jetzt gibt es dann nochmal ein Elbow auf das Knie von Fit Finlay. So, was haben die beiden jetzt noch vor? Also die Tische, boah, wurden noch kaum eingesetzt, sage ich. Und dann gibt es einen Takedown, der fast Sergeant Slaughter durch den Tisch gejagt hat. Das war knapp. So, Tisch wird aufgerichtet. Sergeant Slaughter ist aber wieder ein Ticken schneller. Zack, mit dem Power Slam treibt der Fit Finlay schon fast durch den Tisch. Haut nochmal das Knie auf den Kopf. Oha, also Fit Finlay doch jetzt hier in Bedrängnis. Und dann gibt es diesen Oldschool Sit-Out Piledriver. Also man muss sagen, Fit Finlay sieht hier bisher echt schwach aus. Im Vergleich zu Sergeant Slaughter, der auch hier wieder schneller zuschlägt, als Fit Finlay was machen kann. Jetzt hat er ihn zumindest mal im Griff, sodass er hier einen Russian Leg Sweep wenigstens zeigen kann. Aber ob das ausreicht, liebe Leute, das wage ich dann doch mal ein bisschen in Frage zu stellen. Snap Suplex kommt jetzt immerhin hinterher. Aber auch hier ist der Feldwebel, der Sergeant, schneller wie Fit Finlay. Und wir sehen es auch hier. Beide haben gelitten, wieder ein Sit-Out-Piledriver. Aber auch Sergeant Slaughter steht ganz langsam auf. Also jetzt haben sie sich hier beide schon gut zurechtgestifft. Nochmal ein schöner Neckbreaker von Sergeant Slaughter. Sehr schön. Also ich sag's ja, der schlägt sich hier sehr wacker. Ob das jetzt letztlich reicht, wissen wir noch nicht. Aber er hat sich gut geschlagen bis hierhin. Jetzt landet tatsächlich Fit Finlay auf dem Tisch. Was hat Sergeant Slaughter vor? Er ist zu spät. Okay, er kann vom Tisch runter. Jetzt nimmt er den Tisch hoch. Und schlägt den Tisch. Oh, da ist er jetzt ganz schnell. Was war das? Was? Hä? Er schlägt ihn? Aua, haut ihn Kopf auf den Tisch, Alter. Wo will er jetzt hin? Okay. KI ist, glaube ich, dezent überfordert gewesen gerade mit dem Geschehen. Und Sergeant Slaughter wusste nicht so richtig, was er machen sollte. Oh, jetzt wird hier wieder der
Signature, glaube ich, von Fit Finlay gekontert von Sergeant Slaughter. Oha. So, und es gibt hier erneut Elbows auf den Kopf von Sergeant Slaughter. Das dürfte so langsam aber sicher dann auch seine Wirkung entfalten. Tisch wird erneut aufgestellt. Also mit den Tischen haben sie es ja schon, aber so richtig gewinnbringend eingesetzt wurde der Tisch jetzt noch nicht. Und wir müssen natürlich sagen, in einem Table-Match zählt nur, wenn der Tisch zerbricht. Also nur dann hat jemand gewonnen, wenn der andere im Tisch drin landet und der Tisch dabei zerbricht. Ansonsten ist das Match nicht vorbei. Kein Pinfall, keine Submission zählt hier. Nur der zerbrochene Tisch. Also entweder den Tisch in eine Ringecke aufstellen oder halt so aufstellen und jemanden da durchballern mit einem Top-Rope-Move oder sowas. Das geht schon. So. Fit Finlay hat jetzt den Tisch wieder in der Hand. Haut den auf Sergeant Slaughter drauf. Der hat jetzt Schmerzen in seinem alten Rücken. In seinem Seniorenrücken sozusagen. Oh, wird jetzt hier in den Tisch reingewippt. Oh, jetzt soll es passieren, ja. Au, wieder an den Tisch. Und wieder Schläge. Also jetzt wird er hier richtig zurechtgestifft. Kassiert noch eine Clothesline. Aber der Tisch ist nicht zerbrochen. Das Match ist also noch nicht vorbei. Auch wenn natürlich Sergeant Slaughter jetzt hier krass eingesteckt hat. Landet wieder im Tisch. Und jetzt kontert Sergeant Slaughter in einen Takedown. Also da ist ihm jetzt dann doch mal langsam das Ganze zu viel geworden. Aber der Tisch ist noch heile. Jetzt landet Fit Finlay mal im Tisch. Und zack, bricht ihn von hinten durch. Okay. Und da hören wir auch mal die coole Musik von Sergeant Slaughter. Alles klar. Lol. Da bröselt der Tisch durch. Tja. Weiß nicht, was er uns zu sagen hat. Dass er uns scheiße findet? Keine Ahnung. Naja. Jedenfalls hat Fit Finlay verloren. Der Gegner von Sheamus. Oha. Okay. Ja, was sagt mir das? Das sagt mir, dass ein Tables-Match wohl auch nicht so richtig klasse funktioniert. Fand ich jetzt zumindest von der KI her. Hätte ich sonst tatsächlich möglicherweise genommen für das Fit Finlay-Sheamus-Match. Aber unter den Voraussetzungen, dass das dann so endet, nee. Weiß ich nicht. Also dafür haben die zu wenig mit dem Tisch gemacht, finde ich. Und das Ende kam wieder viel zu plötzlich, genau wie beim TLC oder Tables Match, oder Ladder Match. Nee, das machen wir irgendwie anders. Mal gucken, vielleicht ein normales Extreme Rules Match, so wie wir es letztens schon gesehen haben. Irgendwas, was nicht verbuggt ist. Das wäre ganz schön. So, wir haben noch ein paar weitere Matches. Booker T gegen Ricky Steamboat, ein vermeintliches Aufbaumatch für Booker T. Aber er verliert gegen Ricky Steamboat. Oha, das hat er sich anders vorgestellt. Na gut. Warten wir mal ab, wie das weitergeht. So, Triple Threat, Undertaker, der Undisputed Champ, lässt sich herab auf Billy Gunn und British Bulldog und verliert auch noch gegen British Bulldog. Also, was das soll, ich weiß es nicht. Das hat sich der Undertaker wohl nicht so gut überlegt. Immerhin ein bisschen Momentum für den British Bulldog. So, die Fehde zwischen Triple H und Kane geht weiter. Triple H kann gewinnen. Und ich guck mal gerade nach, in Woche 2 Hat er auch gewonnen schon. Aber ich glaube, davor hat Kane gewonnen. Also 2 Siege von Triple H, 1 Sieg von Kane. Mal gucken, wie das dann in der letzten Woche ausgehen wird, das Ganze hier. Ob das hier ausgeglichen ist mit 50-50-Booking oder ob tatsächlich jemand mit mehr Momentum in das Match auf dem Royal Rumble gehen wird. Oder in den Royal Rumble, das werden wir abwarten. Dann haben wir noch hier D'Lo Brown und Kama Mustafa, die NOD, die Nation of Domination gegen die Outsiders. Und die Outsiders können sich ihren Sieg mal wiederholen, das ist natürlich auch ganz nett, damit die mal ein bisschen Selbstvertrauen wieder tanken können und sich immer noch zurecht als die wahren Herausforderer der Hardy Boys eigentlich sehen, obwohl das Match jetzt angesetzt ist in Woche 4, Hardy Boys gegen Nation of Domination. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und zum Schluss noch das Tag-Team-Match, die Enforcers gegen die Steiner Brothers. Und das können sich tatsächlich die Steiner Brothers holen. Finde ich gut, völlig in Ordnung so. Und damit sind wir durch bei der Oldschool Raw in
Oldschool Raw in Woche 3. Und wir werden uns jetzt in Woche 4 mit der Raw 2K16 wiedersehen. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut, euer Tastenhauer.